So, das ist auch Firma Xerox. Das ist so eine Software-Drama-Company, ne? Mit ihrer Firmware. Also man weiß nicht, versteht es nicht als Anwender. Man hat das alles eingerichtet, es hat alles funktioniert. Eines Tages schaltet man den Drucker ein. Der macht dann klick, klack beim Hochfahren. Dann will man einfach was drucken. Also wenn ich jetzt eine Druckerei oder ein Copyshop wäre, ich weiß nicht, ich wäre jetzt wieder zu Tode genervt, weil ich mich schon wieder mit Software rumplagen muss. Wo man sich denkt, Mensch, das ist eigentlich, also Hacker versuchen meistens über irgendwelche Druckersysteme ins irgendwelche Netzwerke zu kommen. Also ich habe mich da mit einem IT-Profi unterhalten aus München. Jetzt will man da einfach nur Briefumschlag hier einlegen und das sind so diese komischen Interface-Spielchen, dass man da nicht mehr rankommt, ne? Also mit sowas ist dann der Software-Anwender hier beschäftigt in Deutschland. Also klar, man kann sich jedes Jahr eine neue Kiste kaufen, kann man auch machen, aber dann ist man halt mit einer anderen Software beschäftigt von morgens bis abends, ne? Und man denkt eigentlich, Mensch, das ist alles eingerichtet und funktioniert und ist sicher. Nee, ist es aber nicht, weil irgendwie schaffen es Leute da irgendwie, also es ist ja Software, ne? Also die verändert sich ja nicht von selbst, die Software. Also wenn man die einmal einrichtet, dann ist die Software eingerichtet. Über eine IP-Adresse und ein Webinterface, ne? Aber dann irgendwann fängt der Drucker an, wieder zu zicken. Und man fragt sich dann eigentlich, was ist jetzt eigentlich wieder los? Also es war doch eigentlich alles, hat doch alles einen Monat lang funktioniert und dann auf einmal steht man wieder Ochs vorm Berg und man kommt nicht weiter, ne? Also ich verstehe gar nicht, wie man heutzutage so arbeiten soll. Also es geht gar nicht, ne? Also das ist so eine Software-Drama-Company. Also diese Firma Xerox plus die Firma Apple, das ist auch so eine Software-Drama-Company.